Ich weiß nicht, ob Sie dieses SOS in der Zeitung wahrgenommen haben, das ein 10-Jähriger abgesandt hat. Hat sozusagen über einen Zettel auf dem Gehsteig wurde der gefunden, ein SOS-Signal gegeben, einen Notruf abgesetzt. Angeblich würde er geschlagen und schlecht behandelt werden und so weiter. Der Finder dieses Zettels hat ihn natürlich sofort der Polizei weitergeleitet, die relativ schnell bei diesem Jungen aufgetaucht ist. Er hatte nämlich Name und Adresse auch noch vermerkt. Aber dann kam es ganz anders raus, wie man eigentlich erwartet hatte. Er wurde weder geschlagen noch sonst irgendwie misshandelt, sondern es gab mit seiner Mutter einen heftigen Streit über die Hausaufgaben und es drohte ein Computerverbot. Und das war so schrecklich, dass er gesagt hat, da brauche ich unbedingt Unterstützung, da brauche ich Hilfe. Und er hat diesen Zettel, hat er dann zugegeben, eben so geschrieben und dort in der Stadt irgendwo deponiert. Die Polizei hat dann übrigens noch süffisant bemerkt in ihrem Bericht, sie glaubt, dass die ganze Aktion, bis das geklärt war, den Jungen mehr Zeit gekostet hätte, wie die Hausaufgaben, die er dann trotzdem machen musste. Ja, recht streiten will gelernt sein, wie leicht eskaliert ein Streit. Sie werden es nicht glauben, es gab tatsächlich auch schon Gemeinden, die mussten die Polizei rufen. Aber war nicht die Langsteinbauer Höhe, aber gab es schon mal. Und unser Text berichtet auch von einem Streit und der ein oder andere mag sagen, jetzt wird die Sprache aber immer lockerer hier auf der La Höhe, Zoff in der Urgemeinde. Aber schauen Sie, das ist ein ganz altes jiddisches Wort, Zoff, das kommt vom hebräischen Zoff, Ende. Ein mieser Zoff, das ist ein böser Streit, ein Streit, der ein böses Ende nehmen wird. Wobei hier das Ende nicht böse, sondern zum Lob Gottes war. Wir haben uns ja in 4 Einheiten mit dieser wichtigen heilsgeschichtlichen Weichenstellung in Apostelgeschichte 10 beschäftigt. Auf allen Facetten versucht, diesen Text zu betrachten. Und wir haben gesehen, wie jetzt das Evangelium in die Unbeschnittenheit, in die volle Heidenmission gekommen ist. Wir haben von der doppelten Bekehrung gehört. Zum einen musste Petrus bekehrt werden, dass er diesen Dienst überhaupt getan hat. Und zum anderen natürlich, und das ist das Bekanntere, wurde hier ein echter Heide zum Glauben geführt, ist der Heilige Geist auf echte Heiden gefallen. Eine Art zweites Pfingsten. Diesmal blieb der Heilige Geist in den Herzen oder nahm der Heilige Geist Wohnung in den Herzen von Unbeschnittenen, von echten Nationen, Menschen von Goyim. Und wieder hat Gott souverän gehandelt und wieder haben wir das Sonderzeichen für diese heilsgeschichtlich einmalige Sondersituation der Sprachenrede, der Glossolalie, also dem Reden in einem nicht bekannten Sprachen, in fremden Sprachen. Jetzt aber zum Zoff. Jetzt kommt der Petrus von dieser Reise über Joppe ins heidnische Caesarea Maritima zurück. Und jetzt wird er in der Urgemeinde, vor allem von Judenchristen, scharf angegangen. Streit in der Urgemeinde, Streit in der Mustergemeinde, Zoff. Schauen Sie nochmal mit mir in den Text, da heißt es in Vers 1, es kam aber den Aposteln und Brüdern Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden, die Goyim, die Nationen Gottes Wort angenommen hatten. Und in Vers 2, als Petrus dann hinaufkam nach Jerusalem, da stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm. Und der Vorwurf war, du hast etwas getan, was unsere ganze Sache in Verruf bringen wird in Israel. Du hast mit Nichtjuden gegessen, also eine Form der Gemeinschaft gepflegt, die uns eigentlich, so glaubten sie, verboten ist. Und es ist interessant, dass Petrus eben nicht reagiert hat, indem er etwa auf seinen Amtsbonus verwiesen hat oder auf seine Leitungsfunktion, sondern er erzählt einfach, was Gott getan hat. Er hat einfach erzählt, so war's, war ja selber überrascht. Und wir brauchen da jetzt nicht weiter drüber uns Gedanken zu machen, denn das haben wir ja schon alles ausführlich besprochen. Allerdings dieser Bericht des Petrus enthält 2 Besonderheiten. Eine habe ich schon jetzt kurz angerissen. Die andere ist die, dass Petrus nicht allein nach Caesarea Maritima gegangen ist von Joppe aus, sondern er sagt in Vers 12, dass ihn 6 Judenchristen begleitet haben. Also das ist auch schon wichtig, dass er nicht einen absoluten Alleingang gemacht hat. Er wird zwar als Führungsfigur immer wieder nur
genannt, aber er hat trotzdem nicht ganz allein gehandelt. Es war kein Alleingang. Auch die sechs Brüder, diese sechs judenchristlichen Brüder, die ihn von Joppe her begleitet haben, in das Haus des Nationenmannes Cornelius, des Centurio, waren einverstanden. Und das Zweite, ich habe es eben schon angetönt, würde der Schweizer sagen, der Apostel argumentiert hier nicht, ja, was fällt euch eigentlich ein? Ich bin vom Herrn per Einzelerlass eingesetzt als Apostel. Ich habe das Schlüsselamt. Was wollt ihr eigentlich? Ich habe hier das Sagen. Hat er überhaupt nicht gemacht. Nein, er versucht sie argumentativ eben durch den Bericht weiterzuführen, durch den Geist Gottes. Und ich war erinnert, als ich mir darüber so Gedanken gemacht habe, dass Jesus ja gesagt hat, Matthäus 23, ihr aber lasst euch nicht Rabbi, und in den Folgeversen wird dein Vater Meister auch noch genannt, ihr lasst euch nicht Rabbi Vater Meister nennen, denn einer ist euer Lehrer Vater Meister, ihr alle aber seid Brüder. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Und ich habe in einem Buch, ich habe mir leider vergessen rauszuschreiben, von wem ich dieses Zitat habe, aber es ist trotzdem gut, folgenden Satz gefunden: Christen sind untereinander nichts anderes als gleichgestellte Brüder, die sich einzig im Dienen und Niedrigsein übertreffen. Alle großen Namen der Heiligen Schrift und der Kirchengeschichte sind Namen von Dienern und Knechten und nicht von Helden und Herren. Herr ist nur einer, Jesus Christus. Das war die Losung der ersten Christen und das gilt bis zum heutigen Tag. Herr ist Jesus. Und das wäre natürlich ein weites Thema. Das heißt trotzdem nicht, dass es nicht Ordnungen gibt, dass also bestimmte Gaben, auch Leitungsgaben und Aufgaben vom Herrn gegeben sind. Ich will mal nur noch zwei Fragmente kurz nennen. Wie gesagt, es wäre ein ganz eigenes Thema, aber es ist wichtig, dass wir da auch biblisch uns orientieren lassen. Es gibt Ordnung des Geistes. Der Hebräerbriefschreiber sagt, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht gut, nicht nützlich für euch. Umgekehrt ermahnt Paulus seinen Timotheus, sein Glaubenskind rechter Art, den er als Leiter in Ephesus eingesetzt hat, einen älteren Mann fahre nicht hart an. Man könnte auch sagen, einen Ältesten. Also das ist ein Wort. Sie müssen überlegen am Kontext, was ist jetzt gemeint. Vielleicht sogar beides hier. Und ich komme in so manche Gemeinde und was man da erlebt, was da manchmal für einen Ton herrscht und mit welcher Vehemenz und Aggressivität Leute angesprochen werden, Ordnungen verletzt werden. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Also wir fassen das mal so vielleicht zusammen. Es gibt in der Gemeinde weder einen Kasernenhofton und Kadavergehorsam noch Revoluzertum. Alles ist in dieser Extremität nicht biblisch. Und wie gesagt, Petrus gibt dann diesen Bericht und wie wunderbar, dass diese Gemeinde so einen geistlichen Stand hat. Der Laden flog nicht auseinander. Dass nicht alle inhaltlich überzeugt waren, das lesen wir dann ein paar Kapitel später. In Apostelgeschichte 15, da wird es ja noch einmal auf den Tisch gebracht. Und auch im Galaterbrief lesen wir von Auseinandersetzungen. Zum Teil lief das jetzt parallel auch mit den Texten, die ich gerade genannt habe. Aber so einfach war es nicht. Aber in der Situation blickten sie auf den Herrn der Gemeinde, auf sein Tun und auf sein Handeln. Und dann heißt es, sie haben die gleiche Gabe bekommen wie auch uns, Vers 17, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Also das ist ein total schlagendes Argument, Gott hat gehandelt, da ist die Sache ist klar. Als sie das hörten, schwiegen sie still. Da haben wir schon mal einen wichtigen Schlüssel der Befriedung im geistlichen Sinn. Auf Gott hören und zur Ruhe kommen. Also ich weiß es von mir selber, solange das Mundwerk in Betrieb ist und sich vielleicht sogar so richtig ölt, so langsam, da kommt meistens kein Gottesfriede, sondern da eskalieren gern die Dinge. Als sie das hörten, schwiegen sie still, lobten Gott und dann kommt die
Die geistliche Conclusio, so hat auch Gott den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Ja, und das führt uns jetzt zu diesem vielleicht für den einen oder anderen recht eigenartigen Thema. Ich habe diesen zweiten Punkt überschrieben. Streiten aber richtig. Da kann man ja auch missverstehen. Sagen, Mensch, das war aber eine Predigt. Streiten aber richtig. Luise, komm her, ich wollte dir schon lange mal wieder was sagen. Ne? Also so ist natürlich nicht gemeint, sondern richtig, geistlich. Und wir haben alle mit dem Thema zu tun. Alle. Also fängt schon im Kleinkindalter an, setzt sich im Kindesalter fort. Ich kann mich erinnern, bei uns gab es regelmäßig Zoff in der Familie. War dann die 60er, Anfang der 70er Jahre. Weil meine Eltern darauf bestanden haben, für uns Kinder völlig unsinnig und total nutzlos, am Sonntagsspaziergang, der war obligatorisch, teilzunehmen. Das sahen wir überhaupt nicht ein, sinnlos hinter den Eltern durch den Wald zu stiefeln. Ja? Vor allem, also das war mein Hauptargument, weil doch auf Österreich 1 am Sonntagnachmittag die schönsten Filme kamen. So was Tolles wie Tarzan oder so. Ja, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch bekannt ist. Da wollte ich ja unbedingt sehen. Und jetzt musste ich so sinnloserweise durch den Wald spazieren. Meistens hat man seinen Unmut dadurch zum Ausdruck gebracht, dass man zunächst einmal in einem weiten Abstand mit tief schmollendem Gesicht hintenher getrottelt ist. Und irgendwann hat sich's dann auch gelöst. Und eigentlich war es ja ganz gut, dass man dabei war. Aber ja, also Zoff, wer keinen Zoff will, der darf nicht mit Menschen zu tun haben. Manche kommen nur deswegen nicht in Schwierigkeiten, weil sie Menschen nicht wirklich begegnen, weil sie sich der Beziehung nicht wirklich aussetzen. Das ist klar, als Eremit habe ich auch keine Probleme. Oder ich kann zwar in einer Beziehung leben, aber wenn ich der Feldwebel bin und der andere ist eben der kleine Mannschaftsdienstgrad, der Schütze Arsch vom letzten Glied, dann habe ich auch keine Probleme, es wird gemacht, was ich sage. Ja? Aber in dem Moment, wo Menschen einander auf Augenhöhe begegnen, gibt es nicht nur Wärme im Sinne von Geborgenheit, das hoffentlich auch, sondern auch Friktionen, Reibungsfläche. Die Meinungen und was der Mensch will, ist eben unterschiedlich. Und damit, das muss man handeln. Und das kann man geistlich handeln oder das kann man fleischlich handeln. Und das geht in die Gemeinde natürlich auch hinein. Ich habe schon gesagt, das Eremitendasein ist eigentlich keine Lösung. Manche entziehen sich ja der Problematik, indem sie niemand an sich heranlassen. Also da bleibt man natürlich ein Stück weit von den Schwierigkeiten verschont. Aber man reift auch nicht daran. Man sagt ja, und den Satz haben Sie ja schon gehört, da war ich noch nicht geboren, wenn Sie älter sind als ich, die Ehe ist die Hochschule des Lebens. Also dort, wo Menschen ganz eng beieinander leben, da müssen sie lernen, miteinander umzugehen. Ja? Versöhnung, Aussprache, stehen lassen, trotzdem einen gemeinsamen Weg finden und all diese Dinge. Und das ist sehr, sehr wichtig, das ist wirklich auch zutiefst in einer Gemeinde und in einer Gemeinschaft eine geistliche Sache. Jetzt wollen wir mal so ein paar Statements uns anhören. Und ich habe natürlich hier als Ulmer einen Ulmer Kronzeugen aus der Sportwelt genommen, der Ulmer Uli Hoeneß, für die, die es nicht wissen, Präsident des FC Bayern München, des erfolgreichsten deutschen Clubs der letzten Jahrzehnte, nur mal nebenbei bemerkt. Und er tritt ja jetzt zurück ins zweite, dritte Glied und er sagte zu seinem Mitführer hier, zum Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge oder über Karl-Heinz Rummenigge bei seiner Pressekonferenz, wo er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, es ist richtig, dass es in Sachfragen zwischen Karl-Heinz Rummenigge und mir zu unterschiedlichen Auffassungen kam. Da ist es schon auch mal lauter geworden. Die Zusammenarbeit mit ihm war gut, sie war immer geprägt von einer Streit- und Diskussionskultur. Das halte ich für sehr wichtig. Aber Uli Hoeneß ist der Meinung, so ein Unternehmen kann man nicht erfolgreich führen, wenn man sich nicht auch in Bahnen zofft, wenn man nicht miteinander um den Weg ringt. Und da kann es auch mal lauter werden und da prallen manchmal die Meinungen auch aufeinander. Wichtig ist, dass das so nicht stehen bleibt. Ein anderes Schlaglicht, richtig oder falsch, überlasse ich Ihnen. Die Aussage, eine Ehe, in der noch nicht richtig gestritten wurde, ist keine gute Ehe. Ja, der eine oder andere mag sagen, dann haben wir eine sehr gute Ehe, wenn das der Maßstab ist. Ich weiß aber auch nicht, ja, nie streiten ist es gut, ständig streiten ganz sicherlich nicht.
Aber gerade dieser Tage habe ich von einem befreundeten Ehepaar gehört, dass ein Pärchen sich in ihrem Haus getrennt hat und der Mann oder die Frau, das weiß ich jetzt nicht, hat nachher gesagt, wir haben uns eigentlich nie wirklich auseinandergesetzt. Es war immer alles friedlich und plötzlich ist er oder sie ausgezogen. Also das kann auch zum Problem werden, wenn diese Sprachlosigkeit, diese Streitlosigkeit, diese Konfliktlosigkeit ein Zeichen von Schwäche, von Konfliktscheuheit ist, dass man nicht auch für seine Meinung streiten kann, dass man für seine Meinung einsteht. Nur auf dem Friedhof wird nicht gestritten, im Normalfall jedenfalls, weil Tote streiten nicht. Ja? Manche meinen, das wäre dann eine himmlische Ruhe, aber das ist ja eine Friedhofsruhe. Apropos, da habe ich so eine witzige Stellenanzeige gefunden, also es ist wirklich zum Schmunzeln, da sucht, natürlich die Berliner waren das, die suchen eine Leitung der Friedhofsverwaltung und werben mit dem Titel »Arbeiten Sie dort, wo sich andere erholen«. Naja, die haben wahrscheinlich auch Parks und andere Flächen, aber da hat keiner drüber nachgedacht, dass das jetzt bei der Stelle nicht so ganz passt. Arbeiten Sie dort, wo Sie andere erholen. Ja, am Friedhof wird nicht gestritten, aber warum nicht? Weil da auch nicht gelebt wird. Streit und Auseinandersetzung, Friktionen gehören zum Leben dazu. Ein Bruder sagte, weißt du, zu seinem Freund, immer, wenn meine Frau und ich streiten, wird meine Frau historisch. Ach, sagt der Bruder, du meinst hysterisch. Nein, sagt er, die wird historisch. Die zählt mir die Fehler oder vermeintlichen Fehler der letzten 10 Jahre auf. Wird historisch. Nun, es gibt aber auch aus dem geistlichen Bereich positive Stellungnahmen zum Streiten. Der Studienleiter des Albrecht-Bengel-Hauses, Jörg Breitschwert, hat sich erst dieser Tage positiv zum Kampf und zum Ringen um die Wahrheit geäußert. Er sagt in einem Interview, er wendet sich, also so muss man das wiedergeben, gegen die Behauptung, dass theologischen Grabenkämpfe nur lähmten und uns nicht voranbringen. Er sagt, ein Kennzeichen des Protestantismus sei schon immer der theologische Streit gewesen. Dabei gehe es um das Ringen um die Wahrheit. Und jetzt wörtlich, grundsätzlich leben wir im Gegensatz zu den streitsüchtigen 1960er Jahren in einer Zeit, in der theologische Auseinandersetzungen negativ belegt sind. Das, so Breitschwert, ist nicht unbedingt eine gute Entwicklung, wenn man nicht mehr miteinander um die Wahrheit ringt. Es gibt natürlich auch ganz negative Kommentare zum Krach, zum Streit. Ein frustrierter Ältester, nicht von der langen Steinbacher Höhe, sagte, ich habe die ständigen Anfeindungen und Streitereien satt. Kann man denn nicht ohne Streit seinen Glauben leben? Ja, kann man das? Soll man das? Wäre das gut? Eins müssen wir jedenfalls konstatieren, gezofft wurde in der Bibel von Anfang an. Und zwar nicht nur bei der Welt draußen, sondern auch bei den ganz Frommen. Das fing ja schon mit den Kindern von Adam und Eva an. Die kloppten sich und noch Schlimmeres, Kain und Abel. Dann der Streit zwischen Mose mit seinen Geschwistern Mirjam und Aaron, wo Gott dann so massiv eingegriffen hat. Die beiden Frauen, Jakobs, Lea und Rahel, Jakob und Esau. Paulus hatte Zoff mit Barnabas, hatte Zoff mit Petrus, mit den Korinthern. Allerdings, da war es auch eine Sache des Evangeliums. Da lesen wir noch Ende des ersten Jahrhunderts von Johannes, dem letzten noch lebenden Apostel, wie er Krach bekommen hat mit einem Diotrephes, der nicht einmal bereit war, die Gesandten des Johannes zu empfangen. Also gestritten wurde in der Bibel von Anfang an und fast hätte ich gesagt, fast bis ganz zum Schluss. Es gehört zum Menschen dazu, allerdings eben nicht die fleischliche Variante, soweit wir Christen sind. Sogar in der Urgemeinde wurde gestritten. Oder man nennt die Thessalonicher die Mustergemeinde des Neuen Testaments, weil die so vorbildlich in vielem waren. Aber auch da muss Paulus sagen, ein Satz, den die Arbeitsagentur vielleicht auch mal sich als Motto nehmen könnte, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Es heißt nicht, wer nicht arbeiten kann, das ist was anderes. Aber wer nicht arbeiten will,
soll nicht essen. Also es gab welche, die gesagt haben, es geht dem Herrn entgegen und was sollen wir uns jetzt hier noch abmühen und alles umsonst und fatalistisches Denken und nur noch eine Sache. Und da sagt Paulus, so geht das nicht. Ihr lasst euch von anderen versorgen, seid zu faul zum Arbeiten und in Wirklichkeit schiebt ihr geistliche Motive vor, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als eine fleischliche Gesinnung. Da wird er doch sehr deutlich. Manchmal schickt der Herr auch seine Leute richtig in die Auseinandersetzungen hinein. Also sie müssen streiten und kämpfen um des Herrn willen. Das ging zum Beispiel Jeremia so. Der hatte wirklich einen schweren Stand, der arme Kerl. Die waren alle gegen den. Und der war manchmal so am Boden, dass er sagt, Herr, also er steht zwar nicht wörtlich so, aber schicken anderen doch nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Also das, was... Dem wurde das Böseste unterstellt, obwohl er der Prophet des Herrn war. Du bist ein Kollaborateur mit den Feinden, du lieferst Israel, Jerusalem dem Untergang aus und du bist gegen das Heiligtum und alle anderen Propheten sagen etwas anders. Das war sehr schwer, aber der Herr hat gesagt, du sagst das. Und wenn sie dich noch so sehr mit Dreck und Spott bewerfen und dich einsperren und umbringen wollen, du bist mein Mann in untergehenden Jerusalem und du hast das zu sagen. Das heißt, Gott hat ihn direkt in den Zoff geschickt. Er hat richtig den Zoff vom Stapel gerissen. Paulus sagt etwas Ähnliches zu Timotheus. Weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. 2. Timotheus 4, Vers 2. Also auch da wird man ja nicht immer nur, schönen Danke, dass du es gesagt hast, sondern da wird man viel Widerstand erleben. Auch Titus kriegt dasselbe gesagt. Weise zurecht mit ganzem Ernst, Anweisung Gottes. Und ich glaube nicht, dass die Zurechtgewiesenen immer gesagt haben, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Also es gibt Sachen, da schickt Gott einen auch in den Streit, in den Kampf. Man muss sich manchmal im Namen des Herrn in die Nesseln setzen. Gut, in der Welt ist es sowieso klar, es kann niemand eigentlich eine leitende Position mit Personalverantwortung ausüben, der nicht bereit ist, auch anzuecken. Also wer es allen recht machen will, der macht es eigentlich niemand recht und der kann auch nicht richtig leiten. Also es gehört natürlich Ecken und Kanten dazu, das ist absolut klar. Und auch im geistlichen Bereich muss nicht immer alles soft ablaufen und liebevoll, sondern das kann auch mit Klartext geschehen, aber eben doch im Namen des Herrn. Aber ich bin noch gar nicht fertig mit meinen Schlaglichtern aufs Zoffen, weil wir sehen und vielleicht schon gemerkt haben, was für einen breiten Raum das in der Bibel einnimmt. Und ich weiß ja nicht, wie Ihr Alltag aussieht, aber es ist doch jeden Tag zumindest der Ansatz da. Ich weiß nicht, ob Sie jeden Tag Streit haben. Es gibt ja Leute, die können abends nicht gut einschlafen, wenn sie nicht mit irgendjemandem gezofft haben. Und sei es nur im Straßenverkehr mit 60 Zentimeter Abstand unter Lichthupe und links und rechts fahren, dem Vordermann zu signalisieren, du hast jetzt Platz zu machen, hier komme ich. Auch eine Art von Streit. Aber es gibt viele negative Stellen über Streiten, vor allem in der Weisheitsliteratur. Ich will Ihnen mal ein paar nennen, also Sprüche. Wer ruhig bleibt, zeigt, dass er Einsicht hat. Wer aufbraust, zeigt nur seinen Unverstand. Sprüche 17, 14. Der Anfang eines Streites, und diese Stelle finde ich so wunderbar, ist wie eine Sickerstelle im Damm. Man muss ihn schlichten, ehe es zur Katastrophe kommt. Aber das haben wir doch alle schon erlebt. Du spürst richtig, wenn du jetzt, also da ist so ein kleiner Riss. Und wenn man jetzt nicht abdichtet und zurücksteckt, dann bricht der ganze Damm und dann geht's aber richtig zur Sache. Das ist mir schon öfters passiert. Sprüche 14, Vers 29, da gibt es eine Katastrophe. Sprüche 29, Vers 22 und 20, Vers 3 heißt es, Ehre ist es, vom Streit abzulassen, jeder Narr aber fängt Streit an. Und 29, ein zorniger Mann erregt Streit. Auch das Neue Testament wendet sich gegen Streit. Paulus spricht, erfüllt mit Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke. In diesen Lasterkatalog kommt eben auch in Römer 12 das Streiten. Und der tadelt die Korinther, die waren ja so aufgeblasen. Christen, die aufgeblasen sind und sich was einbilden. Also hat es damals gegeben bei den Korinthern.
Und dann auch noch ein bisschen bei den Laodiceern. Also die hatten damals noch Probleme, die kennen wir natürlich nicht. Aber zu denen, die damals diese Probleme waren, hat Paulus gesagt, wisst ihr was? Ich halte euch mal einen Spiegel vor die Augen. Und vielleicht müssen wir uns den doch auch vor die Augen halten. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich? Also nicht im Geist Gottes, nicht im Geist Jesu. Streit macht krank, körperlich und seelisch. Na, bekannt ist ja Mobbing, eine gewisse Form des Arbeitsverhältnisses, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also eine ungute Art, mit anderen Menschen umzugehen. Übrigens 80% zur Untersuchung des Mobbings gehen vom Vorgesetzten aus. 80%. Und da weiß man ja, dass die Menschen nicht nur seelisch leiden, sondern sie werden richtig körperlich krank. Bekannt ist natürlich das klassische Magengeschwür, der Bandscheibenvorfall und andere Dinge. Aber es macht krank, macht richtig krank. Und diesen Zusammenhang kennt auch die Bibel. Ein gelassenes Herz, so die Weisheit, ist des Leibes Lebens, aber Wurmfraß in den Knochen ist die Leidenschaft. Und umgekehrt, das war Sprüche 14,30, Sprüche 17,22, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Also, ein streitsüchtiges, bitteres Herz macht bitter, macht krank. Manchmal schlägt sich das über die Jahre und Jahrzehnte bis in die Physiognomie nieder. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, man sieht es ihm gleich an. Aber bei manchen schon. Verhärtet, verhärmt, verbittert, zerfressen. Das eigene Herz angefressen. Können Sie jedem Menschen in die Augen schauen und von Herzen sagen, der Herr segne dich. Sobald er nicht in der Sünde lebt, das ist jetzt ein Spezialfall. So mancher von uns steht vor den Toren der Ewigkeit. Das können sogar Jüngere sein. Man kann auch mit 60 sterben. Wollen wir sterben im Streit, in der Unversöhnlichkeit? Natürlich, und das muss ich nur ganz kurz anreißen, bevor wir dann zum dritten Punkt kommen, natürlich haben wir auch positive Stellen über Kampf und Auseinandersetzung. Manche habe ich ja schon genannt, aber richtige Stellen, wo der Herr lobt, dass sie kämpfen und streiten. David führt zum Beispiel die Streite und Kämpfe des Herrn. Und im Neuen Testament heißt es mehrfach, dass man den Kampf des Glaubens, das heißt, es gibt Widerstände. Er schreibt ja nicht vom Spaziergang des Glaubens, auch nicht vom Parkplatz des Glaubens oder vom Kurplatz des Glaubens, sondern vom Kampf und vom Weg, der Anfechtung, von Widerständen, bergauf. Glaubensweg hat es mit Hindernissen zu tun, mit Gegenwind. Auch der Halbbruder des Herrn Judas sagt, ich war genötigt, euch zu ermahnen, ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben festzuhalten und für ihn zu kämpfen, so Judas. Drei. Also jetzt, wie können wir das jetzt zusammenfassen? Was ist jetzt haben wir Positives, Negatives, Schlaglichter in beide Richtungen beachtet. Vielleicht können wir das so zusammenfassen, dass wir sagen, streiten nein, ringen, kämpfen für die Wahrheit und die Sache des Herrn ja. Ich weiß, also man kann in so einer kurzen Sequenz so komplexe Themen, da kann man immer sagen, man hätte noch sagen müssen und das hätte man noch und da noch und so. Also das ist natürlich, gäbe es viel dazu zu sagen, aber so mal als Schneise streiten, nein, ringen, kämpfen um die Sache des Herrn, ja. Beim Streiten geht es um mich, meine Ehre, meine Stellung, meine Macht, da geht es ums Recht haben, ums Durchsetzen. Das ist ein Werk des Fleisches, so nennt es Galater 5, Vers 20. Das Calver Bibellexikon spricht in diesem Zusammenhang von einem zänkischen, rechthaberischen Wesen. Beim Kämpfen, beim geistlichen Kämpfen geht es um die Sache des Herrn, seine Ehre, sein Wort, sein Evangelium. Und das ist schon mal wichtig. Also ich finde das ein gutes Kriterium. Gerade gestern hatte ich Zoff. Auch nur in der Familie, aber bleibt unter uns, gell? Und
Ja, um was ging's eigentlich? Was war eigentlich so wichtig, dass man sich durchsetzen musste? Das ist ja eine gute Frage. Geht es eigentlich nur darum, dass ich Recht habe, dass ich das Sagen habe, dass ich die Macht habe oder wie auch immer? Um was geht es eigentlich? Was will ich eigentlich damit erreichen? Ich meine, da erledigt sich doch schon so vieles, oder? Wenn wir da ehrlich stehen und sagen, warum mache ich das jetzt eigentlich, dann müssen wir wahrscheinlich schon öfter sagen, oh, das hat ziemlich viel mit mir und meinem Ego zu tun. Paulus war durch die schwere Wegführung hier in diesen Sachen vorbildlich. Hat auch Mängel gehabt, logisch. Aber man konnte gegen ihn als Mensch viel sagen, das hat ihn relativ kalt gelassen. Aber sobald es gegen seinen Herrn um die Sache des Evangeliums ging, da wurde er ganz scharf und da ist er richtig aufgetreten. Jetzt möchte ich sagen, ja, aber ich weiß doch die ganzen Passagen, zum Beispiel im Korintherbrief, wo er sein Apostolat so betont. Das macht er aber nicht, weil er sagen will, schaut mir her, was ich hier vor Orden habe und hier oben Generalsrang und so, was ich für ein toller Mensch bin, sondern er sagt, ich bin eingesetzt zur Verteidigung des Evangeliums und wenn ihr das in Frage stellt, dann geht ihr gegen die Wahrheit Gottes, die ihr durch mich gehört habt. Also er streitet nicht für sich, sondern für das, was Gott ihm gegeben hat und was damit verbunden ist. Das ist ein Riesenunterschied. Und leider ist bei uns doch oft umgekehrt. Da wird unser Herr verspottet, da werden Wahrheiten mit den Füßen getreten, da können wir ganz gelassen sein. Aber weh, ein Vöglein spitzt das Schnäbelchen und sagt etwas über mich. Da kann man aus der Haut fahren. Aber das lasse ich mir nicht gefallen, das lasse ich mir nicht bieten, das stimmt nicht. Dieses Engagement sollten wir an ganz anderer Stelle sein. Keine falsche Toleranz in Grundfragen, aber was uns betrifft, wissen Sie, mir hilft ein bisschen, habe schon manchmal gesagt, dass ich denke, selbst wenn ich mal ungerecht Schläge bekomme, kommt ja auch mal vor, manchmal kriegt man auch zu Recht Schläge. Das Schlimmste wissen die noch gar nicht. Lass sie jetzt mal ruhig, das Schlimmste wissen sie ja noch gar nicht. Und auf der anderen Seite, wenn es mal ungerecht ist, denke ich, ach Herr, du weißt ja, wie es wirklich ist und du beurteilst mich und das ist das Entscheidende. Nicht, dass ich so ein Strahlemann bin, verstehen Sie, denn nicht falsch verstanden, ja, nicht so ungefähr und bei Gott bin ich, ja, es gibt ja Leute, die schlagen mit allem Möglichen um sich, sind fleischlich, dass die Balken sich biegen und schreiben dir dann noch anschließend Mails, dass der Herr für sie streitet. Sag ich, der streitet nicht der Herr, das bist du, dass du es noch nicht gemerkt hast, ja, aber es gibt ja schon Sachen, wo man wirklich auch spürt, das ist um Jesu willen oder das ist um der Wahrheit willen, wo man jetzt einfach nicht zurückweichen kann, weil man konsequent sein möchte und weil man treu sein möchte und da geht es jetzt wirklich auch um wichtige Dinge und dann wird man vielleicht trotzdem verleumdet oder runtergeputzt oder sonst irgendwas und da ist wichtig, Paulus sagt, mir ist es egal, was Menschen von mir denken, entscheidend ist, was Gott denkt, also es kann eine große Hilfe sein. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns orientieren und ich habe mir auch bei mancher Predigt überlegt, so, ja, kannst du das so sagen? Und muss man immer überlegen, aber man muss auch sagen, wir sind doch nicht des Menschen Knecht. Wir wollen doch nicht jetzt hier eine Beliebtheitsskala nach oben durchbrechen und erfüllen. Wir sind doch Gottes Knechte und Sie doch auch. Sie sollen doch sagen, was Gott Ihnen aufs Herz gelegt hat. Ob es ankommt oder nicht ankommt. Klar freut sich jeder, wenn es ankommt. Aber streiten für die Wahrheit ist manchmal was anderes. Das sind auch unangenehme Dinge. Aber um die Wahrheit kämpfen, das wollen viele nicht mehr. Viele Gemeinden hat der Mehltau der Schläfrigkeit wie der Zuckerkuss den Weihnachtsstollen überzogen. Das ein Narkotikum in den Gemeinden, es wird gar nicht mehr gestritten und gekämpft, das ist ein narkoseartiger Schlafzustand, eingelullt vom ständigen Beschuss durch den Zeitgeist und der eigenen Lauheit. Pfarrer Kugele hat recht, wenn er schreibt, das Ringen um den rechten Kurs der Kirche und der eigenen Gemeinde vor Ort fehlt heute weithin. Das wollen viele Christen nicht mehr. Nicht wenige sind Hopper und hüpfen lieber von einer Gemeinde zur anderen. Bequem lockere Servicekirche wird dem Kampf des Glaubens vorgezogen. Ist das nicht ein trauriges Zeichen unserer Zeit? Ringen für die Wahrheit, kämpfen. Eine Liedstrophe von Manfred Siebald
beschäftigt mich in diesem Zusammenhang schon seit vielen Jahrzehnten, weil sie das zum Ausdruck bringt, wie es mir auch schon gegangen ist und Ihnen vielleicht auch. Er schreibt da oder er singt da: Ich wollte dich verteidigen bei denen, die dich übergehen, die schmähen, dich beleidigen, weil sie dich einfach nicht verstehen. Doch plötzlich stand nur meine Ehre und nicht mehr deine auf dem Spiel und meine Weisheit, meine Lehre, weil ich mir nicht als dein Narr gefiel. So, vielleicht jedem schon, uns schon so gegangen. Und fängt an, und es geht noch wirklich um etwas Geistliches, Substanzielles. Und am Schluss geht's ganz fleischlich. Also prüfen wir uns, um was es geht in unserer Auseinandersetzung, die Frage der Ehre. Wen verteidigen wir, was verteidigen wir, ist sehr wichtig. Ich denke in diesem Zusammenhang immer noch an einen Bruder, von dem ich gehört habe, der hat ein Werk gegründet und er hat dann jahrzehntelang dieses Werk auch geführt. Und in einer Besprechung wurde er dann von einem wesentlich Jüngeren massiv angegangen. Und ein Freund von dem Gründer und langjährigen Leiter war dabei. Und dieser langjährige Leiter und Gründer war ganz still. Und der Freund sagt nachher zu ihm: Ich habe dich bewundert. Ich habe dich bewundert, wie, dass du nicht... Das sagte der Gründer, sagte dann: In mir hat's gebrodelt. Aber ich habe nur ein Gebet gesprochen: Herr, halt die Nägel fest. Wenn jetzt der alte Adam, der alte Fritz rauskommt, dann geht's rund hier. Herr, halt die Nägel fest. Also das ist etwas, wo wir spüren, wie können wir dieser Anfechtung, fleischlich zu streiten, zu widerstehen. Herr Jesus, der alte Rainer, der wird jetzt loslegen. Und das wäre gar nicht gut. Aber du bist der Überwinder. Und ich werfe mich auf dich. Halt die Nägel fest, heißt, ich bin ja mitgekreuzigt, mitgestorben. Tote können nicht streiten, aber auferstanden ist der Christus in mir. Also das ist das Geheimnis, dass wenn so etwas überhaupt bei Anfechtung und Sünde, wenn so etwas im Anzug ist, dass man sofort zur Rettungsburg läuft und sich schützt, und die heißt Jesus. Also um die Sache Jesu sollen wir kämpfen, ringen um die Wahrheit, da sollen wir uns auch Spott aussetzen. Vor einigen Wochen hatten wir in Berlin so eine Evangelisations- und Freiluftgottesdienst. Und ich bin auch auf die Straße gegangen und habe da Menschen angesprochen. Und ich sage Ihnen also, in diesem stark von Migranten geprägten Kreuzberg und Neukölln, da erleben Sie ja schon Sachen. Also, dass sich einer wegdreht und auf den Boden spuckt, ist noch das Harmloseste. Und da kamen auch vier so, entschuldigen, wenn ich es mal so sage, so, nein, ich sage es nicht, vier Jugendliche, ja, und die waren vielleicht fast 40 Jahre jünger als ich. Die sind mir mit einer Arroganz und von oben her begegnet. Einer hat gleich schon gesagt: Wir haben schon einen Gott, wir brauchen deinen nicht. Und dann haben die so richtig sich lächerlich gemacht, ja. Und ich weiß nicht, wie sie gestrickt sind, aber da hat's bei mir schon mal kurz, habe ich gedacht: Freundchen, jetzt. Und dann dachte ich: Nein, Herr, ich habe zwar nicht gesagt, halt die Nägel fest, aber das um deines Namens willen, jetzt lass sie doch werfen mit ihren Bananenschalen, also verbal übertragen, und lass dich doch verspotten. Bleib friedfertig, und der Herr weiß um sie und der Herr wird auch mit ihnen irgendwann seinen Weg haben. Also kämpfen ja, aber, und wir kommen jetzt schon in die Schlussgerade, nicht mit fleischlichen Waffen. Das ist der schwierigste Bereich. Wenn es so ganz eindeutig ist, ja, da geht es nur um mich und da geht es nur um den Herrn. Da ist ja die Sache, wenn man ehrlich vor Gott steht, relativ schnell geklärt. Jetzt kommt aber das Hauptproblem, dass es schon um eine Wahrheit, um was für die Sache des Herrn geht, für die ich auch kämpfen und ringen und streiten darf, soll. Aber wie? Und da rutschen wir manchmal dann doch auch in die fleischliche Variante rein. Verstehen Sie? Ich streite schon fürs Richtige, aber völlig falsch, ungeistlich. Und ich habe mir mal so ein paar Dinge überlegt, was ist eigentlich eine fleischliche Waffe? Eine fleischliche Waffe ist drohen, beleidigen, diffamieren, lästern und dieses unselige Allianzen schmieden. Also man sucht die Verbündeten, man sammelt seine Truppen, aber natürlich alles unterm Radar. Man macht Stimmung. Man redet nicht mit den Betroffenen, sondern man redet erstmal mit den vermeintlich Gleichgesinnten und mit denen, die man versucht, auf seine Sicht einzuschwören, auf seine Seite zu ziehen. Fleischlich ist auch der Amts- und der Kanzelmissbrauch.
Fleischlich ist auch, mit Hinschmeißen zu drohen, habe ich so oft erlebt. Wenn Geschwister und Menschen damit konfrontiert wurden, dass irgendwas nicht in Ordnung war, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber dann haben sie so reagiert, dass sie relativ schnell gesagt haben, dann mache ich gar nichts mehr. Und das ist fleischlich. Das ist fleischlich. Das ist nicht richtig. Es gibt auch geistliche Mittel, Waffen der Wahrheit. Das Wort Eris, das hier für Streit oft verwendet wird, das wird von einem Wörterlexikon so wiedergegeben. An allen Stellen wird Eris für die Christen, vor allem in der Gemeinde, untereinander abgelehnt, also der Streit. Meinungsunterschiede sollen mit Gottes Hilfe in der Liebe besprochen werden und nicht zu Eris führen. Eris kennzeichnet, Streit kennzeichnet den Menschen so, wie er geboren wird. Erst dadurch, dass Gott den Christen neu schafft, kann er den alten Menschen also auch die Streitsucht, die Eris, überwinden. Liebe, sachlich, argumentativ, mit der Bibel, versöhnungsbereit. Keine faulen Kompromisse, aber immer offen auch für die Argumente des anderen. Wissen Sie, das fängt schon mit der Art und Weise an, wie ich jemand auf etwas anspreche. Das habe ich auch schon oft erlebt und Sie vielleicht auch. Es gibt Leute, die kommen auf dich zu, die haben zwar nicht buchstäblich die Waffe gezogen, aber im übertragenen Sinn. Ja? Das sieht dann so aus. Siehst du das auch so? Ja oder nein? Ja, ich wollte. Nein, ja oder nein? Und schon, du stehst du an der Wand, die Hände erhoben. Und das kann nur eskalieren, wenn nicht einer nochmal nach oben blickt und sagt, stopp jetzt. Also man kann auch einen Bruder, eine Schwester, einen Menschen ansprechen und sagen, sag einmal, ich habe folgendes Problem, vielleicht sehe ich das falsch. Also Sie müssen nicht alles weichspülen, aber Sie können die Tür schon mal öffnen. Wie siehst du das? Habe ich da ein Problem, falschlicherweise und so? Verstehen Sie? Also eine Eröffnung. Haben wir Acht, wie wir miteinander umgehen. Denn von der ersten Gemeinde, die unheimlich attraktiv war, und das wollen wir doch alle, heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Viel wichtiger noch als der Umgang mit Sachfragen ist, wie wir miteinander umgehen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Friede, Einheit hat in der Bibel einen ungeheuren Stellenwert, das eigene Zurückstellen um des Gesandten willen. Das ist nicht, dass man nicht sagen darf. Das ist alles damit nicht gemeint. Aber selbst wo man berechtigte Anliegen hat, wie man das vorbringt, wo man das vorbringt und ob man es vorbringt. Nicht alles muss, was ich sehe, muss irgendwo gesagt werden. Und nicht alles, was bemängelnswert ist, muss von mir angesprochen werden. Also die schlechteste Variante ist, ich streite für eine Sache, die gar nicht die Sache des Herrn ist, und das auch noch fleischlich. Da braucht man nicht lang stehen bleiben, das ist absolut. Die schwierigste Variante, die habe ich ja gerade angesprochen, ist, wir kämpfen für eine Sache, die durchaus kämpfenswert ist, aber wir machen das fleischlich. Und das kommt so, so oft vor. Da werden Dinge genannt oder Kritik vorgebracht, wo du denkst, könnte man drüber nachdenken. Also das ist jetzt nicht so alles von der Hand zu weisen, aber die Art und der Umgang, und das ist ein größeres Problem, als dass die Sache eventuell nicht ganz richtig läuft. Der Idealfall ist natürlich kämpfen für das Evangelium mit geistlichen Waffen. Da gibt es einen geistlichen Takt, da gibt es einen Geist der Sanftmut, da gibt es den rechten Ort, die rechten Worte und die rechte Stelle. Deswegen geht man in der Sache immer noch keinen Millimeter zurück. Ich zitiere gern das Sprüchewort: Ein rechtes Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Manche sehen nur die goldenen Äpfel. Jawohl, da muss man mal, also das geht ja gar nicht und so weiter. Aber die silberne Schale wird vergessen. Ein rechtes Wort geredet zur rechten Zeit mit dem rechten Takt und Geist, allerdings auch in Klarheit, das gehört eben auch zum gesamtgeistlichen Vorgehen. Sie kennen ja die Siebe des Sokrates, will das nur kurz, wo einer kommt und will ihm was erzählen. Er sagt, Moment, das erste Sieb, bevor du mir sagst, ist es wirklich wahr? Das zweite Sieb, ist es gut? Nutzt es etwas? Bringt es etwas? Oder befleckt es nur? Und das dritte Sieb, ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Und wenn man das aufs Geistliche übertragen, fällt so viel weg.
fällt so viel weg. Und es ist in meinem eigenen Leben ein Prozess, dass ich lernen muss und lernen musste und noch lernen, weiter lernen muss, ist still sein, nicht tratschen, nicht das Böse, nicht das Schlechte herumreden. Wenn du wirklich ein massives Problem hast, dann geh zu dem oder der oder den Verantwortlichen hin und sag's face to face mit offenem Visier, freundlich, klar und direkt. Wenn wir als Gemeinde diesen Weg einschlagen würden, dann würde Ähnliches geschehen wie das, was die Urgemeinde erlebt hat. Ein Herz und eine Seele. Die waren nicht ohne Streit, aber wie sind sie damit umgegangen? Und das führt mich zum Schluss, sie sind damit umgegangen. Wenn wir Menschen uns so begegnen, das funktioniert nicht, das gibt Krach. Aber wenn wir uns über den Herrn begegnen und vom Herrn her sehen, Subratio Dei, aus den Augen Gottes, und deswegen ist das gemeinsame Gebet, das Fragen nach Gott, wie siehst du das, das Stille werden vor Gott, das Hören, was Gott sagt, was Gott tut, das Entscheidende. Ich denke an eine große Gemeinde, die Sie nicht kennen. Und in der Gemeinde, das ist schon ein paar Jahre her, war eine Riesenspannung, wie der Gottesdienst gestaltet werden musste. Die unter 30-Jährigen hatten völlig andere Vorstellungen wie die über 50-Jährigen. Das ging völlig, und ich dachte, die wird es jetzt zerreißen. Die wird es total zerreißen. Dann sagte mir einer der Leiter, wir sind eine betende Gemeinde. Ja, ich war trotzdem ein bisschen skeptisch. Und tatsächlich, die konnten zusammen beten und sind über diese Klippe gekommen. Das finde ich wunderbar. Ich denke an eine unserer Reisen. Es gab enorme Spannung. Ich wäre am ersten Tag am liebsten wieder abgereist. Wenn ich gerade der Leiter gewesen wäre, das ist ein bisschen blöd, gell? Dachte ich, warum tue ich mir das an? Ich könnte so gemütlich jetzt auf der La Höhe sein. Warum tue ich mir das an? Und dann, man muss ja seinen eigenen Unglauben manchmal auch konstatieren. Ich dachte nicht, dass das geht. Dann sagten wir beten jetzt alle. Also immer wieder, nicht einmal und dann nicht mehr. Und das hat sich so gewendet, das wurde eine der schönsten Reisen. Sagt ja, wenn du mit jemandem nicht klarkommst, dann betet mal zusammen. Also das Einbeziehen des Herrn, das gemeinsame Gebet. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Streit und Eifersucht. Und wo es Krach gibt, da wollen wir das händeln. Und wollen den Herrn einbeziehen und es dem Herrn bringen und den Herrn fragen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du das große Vorbild bist in deiner Konsequenz, in deiner Linie, in deinem Streiten und Ringen für die Wahrheit, die du selbst bist. Deine gesunde Kompromisslosigkeit, aber auch in deiner Sanftmut, in deiner Liebe, deinem nicht auf sein Recht bestehen, sogar nachzugeben und am Kreuz alles Unrecht zu erdulden, obwohl du in allem Recht hast, 100%. Und wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Wir danken dir, dass du wirklich der Kämpfer für die Wahrheit, für das Gute, fürs Evangelium bist. Und dass wir das an dir sehen und dass wir das nachahmen dürfen durch den Geist, der in uns ist. Danke, dass du uns auf diesen lebendigen Weg gestellt hast. Danke, dass wir etwas widerspiegeln dürfen von dieser Einheit und der Gemeinschaft zwischen dir, dem Vater, dem Sohn und dem Geist, auch unter uns, bei aller Unvollkommenheit. Schenk, dass wir einen Weg gehen, in dem wir deinem Geist auch gerade in diesen Bereichen Raum geben, aufeinander Acht haben, sorgfältig, vorsichtig, sanftmütig miteinander umgehen. Danke für deine Liebe und danke für deine Leitung und deine Treue. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.